Böses gemacht haben. Die Pferde machen doch nichts Böses. Guck, eingesperrt. Hast du es eingesperrt? Ja. Oh nein. Und das? Den sperren wir aber nicht ein. Ne? Der tut süß. Ne? Der macht bestimmt nichts. Nee, der hat noch nie was gemacht. Nö. Aber weißt du, wer schon mal da drin sitzen musste? Na. Der? Ja. Was ist das? Krebs. Ein Krebs. Die muss auch mal da rein sitzen. Warum denn? Was haben die denn gemacht? Also der hat irgendjemand anderes gekrebst. Gekrebst, ha. Und gebissen. Gebissen, ja. Und das Seepferdchen? Abgeschlagen. Oha. Wir mussten die da rein, ne? Ja, hab ich so reingesperrt. Naja. Ich mit euch. Das Leben ist hart. Wenn man so beißt und so klipst, ne, dann wird man da eingesperrt. Ja. Ja. Und hier ist noch ein kleiner Goldfisch und ein Pinguin. Und die mussten auch schon mal da rein? Nein. Nö. Der hat noch nie was gemacht. Und der ist ja auch richtig süß. Guck mal, der macht ja auch nichts, ne? Und guck mal, den finde ich am süßesten. Sag ich mal. Oh ja, ist das ein Kätzchen? Ein Unterwasserkätzchen. Ein Unterwasserkätzchen. Und noch eine Schildkröte. Findest du die auch süß? Mhm. Mhm. Ah, guck mal, ein Narwal. Ein Wal? Ja, mit einem Horn. Oh, und der musste doch bestimmt mal da rein, weil er mit seinem Horn irgendwie Blödsinn gemacht hat, oder? Nein. Nein? Doch. Doch, weißt ne? Was er gemacht hat? Na? Er hat alle gepikst. Ne, sag ich doch, mit dem Horn bestimmt. Oh, guck mal, man kann sowas machen. Man kann hier damit fahren. Ah, was man da alles mitmachen kann. Ich frag mal, ob Jay mit mir spielen will. Ja. Ich glaube, die will gerade nicht. Ich kann ja gleich fragen. Ja. War sie schon angezogen oder nicht? Ich glaube, die muss auch duschen erstmal. Weil die Kinder waren im Pool die ganze Zeit. Hat sie ja schon geduscht. Das glaube ich nicht. Aber wieso? Wieso darfst du nicht nur hier drin bleiben, als sie hier war? Als ich nicht da war, ja, weil das so gefährlich ist, wenn ich nicht da bin. Guck mal, der Pool ist da, die Hunde sind da, ich bin nicht da, da war es mir sicherer, dass sie hier drin ist, weißt du. Wenn ich war ja in Antalya und habe euch abgeholt. Ansonsten kann sie hier machen, was sie will, kann rausgehen, kann schwimmen. Macht sie auch, sie geht auch alleine schwimmen, wenn ich nicht dabei bin. Ja, da musst du aufpassen, da musst du mal eine Videokamera hier lassen. Aber apropos Videokamera, was ist das da oben? Das ist eine Kamera. Damit kann man euch kontrollieren, was ihr so macht. Ja, ja. Ihr Blödsinn macht, dann sehe ich das gleich. Ja. Ja. Auch da draußen. Überall Kameras. Hier ist alles voller Kameras. Ja, auch in unser Zimmer? Nee, in euer Zimmer ist keine Kamera. Im Schlafzimmer hat man ja keine Kamera, ne? Aber auch nie in der Dusche. Nein. Nein. Dann sieht man uns ja nackig. Ja, nein. Und was ist das Schönes? Ja. Hä? Was ist das denn? Eine Wippe. Ach so. Bist du krank? Nee, ich habe so einen Dauerhusten. Kann ich kurz mal zwei Fragen lassen, die schön. Weißt du, wie du euch die Hunde mag? Dass ich die haben möchte, mit nach Hause nehmen möchte. Du willst meine Hunde mit nach Hause nehmen? Ja, so dann mag ich sie. Und weißt du, wie deutsch die Wohle mag? Na? Dass ich sie einziehen will. Ja. Aber wenn die Hunde da wären, dann wärst du ja nicht mehr die Einzige. Dann wären ja auch die Hunde da. Ja. Mhm. Und auch Janice. Aber ihr habt ja einen Hund. Ihr habt den Gucci und dann... Ja, und Gucci ist älter. Ja, und der ist auch ganz schön groß. Ne? Ist ja ein Schäfer und ein Mischling. Oder eine Sie, ja. Und dann würden die sich mit den Kangas bestimmt nicht gut verstehen. Kangas und normale Hunde? Aber euer Gucci mag ja auch keine anderen Hunde, ne? Nee, schon mal hat sie den Hund, hat sie gefunden und hat sie gebissen. Echt? Ach du Scheiße. Und hat ein bisschen geblutet. Oh nein, ha, siehst du? Ja, und die Kangas würden Gucci sofort einbeißen. Die würde beißen, ne? Andere Hunde mag sie nicht. Und ich glaube, unsere Kangas, die würden Gucci auch beißen. Mhm. Weil die sind ja noch größer. Aber vielleicht würde Gucci auch beißen, man weiß es nicht. Ja, Gucci würde beißen, kratzen. Hm. Und sie kann auch laut bellen. Echt?
viel lauter als die. Guck, willst du wissen, wie laut? Echt? Da höre ich was, da spricht jemand. Kannst du noch lauter? Ja. Und mag und bellt sie, wenn irgendjemand vorbeikommt oder nee, bellt? Sie bellt nur, wenn sie jemanden nicht kennt. Ha. Und wenn es klingelt oder so, bellt sie dann auch? Und wenn ich jetzt da hinkommen würde, würde sie dann mich anbellen? Vielleicht auch nicht, wenn sie sich kennt. Wenn ihr euch kennt, dann würde sie nicht bellen. Ach so. Aber sie kennt ich glaube ich nicht. Also sie hat mich aber schon, ich habe sie schon gesehen ein paar Mal. Da hat sie auch nicht gemacht, glaube ich. Nee, hat sie nicht. Ja. Nur als sie dich noch, als du aber noch nicht zu Hause warst, da wo Gucci war, dann kannte Gucci dich noch nicht und hat gebellt. Ja. So ist das. Und jetzt fällt also die Schule an. Ja. Ja. Und du ich frage Mama, ob ich das hier abnehmen kann. Du kannst es ja mal fragen. Sie hat nämlich ja. Ein Tuch auf, weil sie geduscht hat. Vielleicht kannst du dann Haare. So lange dieses Ding mit den Löchern hier reintun, aber auf jeden nur eins. Okay. Ob ich das jetzt mal alles so hinkriege? Das weiß ich ja jetzt nicht. Ich muss das alles auf jedes Loch, muss ich jetzt da so einen reintun. Sie können ja mal sehen. Das sieht ich ja nicht mal. Ah, guck mal, das hat da so Löcher und dann muss man das da reinstecken. So. Da sind auch Löcher. Dann muss man das da irgendwie da reinstecken. Hä? Das passt doch deinem Leben nicht alles rein. Ja, die Tasche ist mir zu fummelig. Das ist eine Fummelarbeit. Das kann ich nicht. Aber die haben ja alle Löcher. Also ohne Brille ist das unmöglich. Diese Aufgabe kann ich nicht bewältigen, leider. Die will ich auch gar nicht. Ne? Weil die Nachbarn unterhalten sich da. Jetzt mal die Pumpen ausmachen, weil das reicht. Guck mal, was die hier alles für tolle Sachen haben. Damit waren sie alle im Pool. Ich habe mich ein bisschen hingelegt, weil ich war echt müde. Und ich glaube, ich habe kein Wasser mehr im Reservoir, weil das richtig doll pumpt. Ich muss da Wasser auffüllen. Da hat man geschlafen und gelegen und gespielt. Hier ist alles jetzt Family Time hier. Jetzt mache ich mal den Pool aus. Das hier ist übrigens so eine Schwimmweste, die wir gekauft haben. Und die soll richtig gut sein, weil da kann man dann auch diese Sachen rausnehmen, wenn sie ein bisschen besser schwimmen können. Aber ob das nun lebenssicher ist, wahrscheinlich nicht. Aber ja, sowas haben sie gekauft. Inzwischen ist es 6:10 und die haben jetzt geduscht, weil das ist richtig. Wir hatten heute Morgen den Gärtner hier, der hat geklort. Und dann. Erfahrungsgemäß riecht das immer sehr nach Chlor, auch die Haut und so. Aber es muss so sein, weil gestern Abend war es gar nicht chlorig, das Wasser. Ja, und genau. Ja, ich mache das Klima an, warte. Wir gerade essen warm. Die anderen haben schon Brot gegessen und wollen nicht. Oh mein Gott, diese schmecken so lecker. Ne? Das sind die Bonbons, die ich geschenkt bekommen habe. Diese Pralinen, richtig lecker. Ja, und jetzt mache ich mir Essen warm. Von Ferrero, warte mal. Die stehen noch hier am Müll liegen. Diese hier, hoch, was ist das denn? Hier, oh mein Gott, die schmecken so lecker. Ne? Richtig lecker, kann ich nur empfehlen. Das Essen von gestern, ich habe mal warm gemacht, werde ich jetzt nochmal mit Ketchup essen, weil ich habe leicht Hunger. So. So, wir gehen jetzt los und das darf alles so liegen bleiben, haben wir besprochen. Und dann gehen wir mal ins Einkaufszentrum, haben wir uns überlegt. Nochmal gucken, ob ich auch echt alles aus habe. So. Hast du eine Schere?
Eine Schere. Eine Schere. Hätte ich hier eigentlich gehabt, wenn sie mir die nicht weggenommen haben. Oder egal, hat schon. Okay. Ja, mit Opas Messer. Aber nicht meine Fliesen schneiden, bitte. Wir gehen jetzt los. Langsam, langsam. Erstmal gehen wir shoppen. Genau, erstmal gucken. Ich lasse einfach die Kamera laufen, wie immer. Und es ist so schön, ne? Es läuft schon alles. Aber wir sind jetzt auch Klima gewohnt, das ist natürlich auch noch dabei, ne? Klima gewöhnt, sag ich. Ja, ja, drückend. Nee, das ist. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass die im Klima sind. Das glaube ich nicht. Es ist ungefähr 7 Uhr. Es ist ein schöner, klarer Blick heute. I'm sorry. Jo. So sieht's aus. Wir gehen jetzt ins... Wir gehen jetzt ins Einkaufszentrum. Mal gucken, ob die das gut hinkriegen. Und nicht runterfallen. Da können wir nicht hin, da dürfen wir nicht rein. Nee, leider. Oder zum Glück, da will ich auch nicht wohnen. Jetzt guckt sie natürlich da runter in die Poolanlage. Hotel Oma. Wir wollten tatsächlich einkaufen mit Gazi, aber haben wir dann doch nicht. Ja, die wollten einkaufen, aber das war dann doch zu teuer. Der billigste hat 70 Euro, ne? Oder was war das? Ich weiß nicht genau. Oder irgendwie so gekostet. Vorsicht, Auto immer. Vorsicht. Genau, in Alanya, als wir vom Injekum gekommen sind, ne, war das, genau. Hier gab es wahrscheinlich auch nicht. Was denn? Hier gab es wahrscheinlich auch keinen Kinderwagen. Nee, also hier in Mahmutla haben wir keinen gefunden. Deswegen. Es gibt ja nicht mal Mini-Bananen. Na, das sind noch Mini-Bananen. Aber die sind eh kleiner hier. Aber die sind in Alanya ja auch kleiner als in Deutschland. Und das wäre ein Paradies für die Affen hier, ja. Viele Bananen. Wo kannst du Hui machen? Was? Nein, du läufst da nicht. Nein, da laufen wir nicht runter. Guck mal, wie tief das ist. Ja, nein, an der Hand. Oma, ich habe schon gesagt, man müsste hier so eine Rutsche hinbauen. Ja, für die Kinder. So schlimm. So schlimm. Ja. Haben wir gestern drüber geredet, ne? Wenn hier schon, nein, wenn hier Schnee wäre. Ne? Komm mal nicht hoch. Nein, Tatsi, dann fällst du hin. Ja, aber wir bleiben Bärko. Und da haben die sowas angebracht. Das war vorher gar nicht. Warum haben die das denn gemacht? Guck mal, ein Riesenstein. Wow, ich glaube nicht, dass es ein Stein ist.
Wollen wir hier lang? Komm, wir gehen mal hier lang. Hauptsache, wir rutschen nicht weg. Gehen wir hier lang. Ist das länger? Nein, ist alles gleich. Okay. Entweder gehen wir hier runter oder wir gehen da runter. Du bist hier ja auch noch nicht gegangen zu Fuß. Ich weiß, was die Berge hoch bedeuten. Ich weiß. Ich riech das gar nicht mehr. Doch, jetzt. Da kommt die Wärme auch. Ne? Ja. Aber die holen ja auch jeden Tag ab. Ne? Einmal am Tag wird der Müll abgeholt. Die Leute, die Müll sammeln, die laufen ja ohne was. Ja, aber die Leute können den Berge hier nicht runter. Okay? Wenn du runterfällst, dann rollst du. Mama, ich fall eh nicht runter. Doch. Wenn du hier im Bett bist, dann gehst du runter. Ja, Mama, da fall ich nicht runter. Aber guck mal, hier sind ganz viele kleine Steine. Da kann ich nicht mal. Da rutscht man. Und dann kann aber ein Auto kommen. Ja, eine Straße. Ich hab auch. Ach komm, ich hab ein Auto. Mama, Mama. Krankenhausruf. Nein, Tübe. Kein Krankenhaus, Tübe. Ich dachte gerade, Adili, Oma, könnt da aufpassen auf die andere Seite. Dankeschön, sehr nett. Weil ich dich nicht filmen will. Sorry. Nein, 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 hier nicht. Dieses Kind. Aber man weiß nie, wo du runterfallen kannst. Geh mal nicht hin. Jetzt ein Hotel. Ah, hier will nicht laufen. Es windet. Ist der nicht genauso steil wie der andere? Kürzer steil. Kürzer steil, das ist gut. Ich renne nicht von Berge nach. Mama, guck. Ja, aber du rollst so langsam wie wir. Ich mache mir gar nicht so Sorgen um den Berg, sondern wenn ein Auto kommt. Oma filmt, du musst hinter Oma bleiben, okay? Ja. Ja, da musst du dich angewöhnen. Dann muss Oma ein bisschen vorne laufen, dann muss ich nicht hier auch ein bisschen nach vorne gehen. Du sollst ja nicht nach vorne gehen, du sollst schön hier bleiben bei uns. Ne? Oh, das wird ja wie ein Spielplatz gebaut. Ja. Wie bei einer Baustelle hat viel Platz. Ja, bestimmt. Aber dann wird es, glaube ich, ein Spielplatz. Ich glaube, das wird eher ein Haus werden, meinst du nicht? So wie das da. Und dann kommt da ein Auto jetzt. Guck mal. Guck mal, ein Auto. Dann ist das ein Bauhaus. Was heißt Auto auf Türkisch? Keine Ahnung. Auto. Die sind alle so klein hier, ne? Ja, genau. Das Kind oder sind Babys noch, ne? Viele.